Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1. Wieso dauert das so lange? Keine Ahnung. Du musst doch wissen, wann diese verdammte 1 kommt. Ich sehe das tausendmal, Digga, und dann kommt die Frage und dann denkt man sich so... Scheiße, Nummer 5, 6, Nummer 1. Okay, 1. Für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Leister geht, Leute, ich glaube, man kann es unschwer erkennen, es geht heute mal wieder um das Parfümthema und ich habe einen richtigen Experten hier mit mir an meiner Seite. Ich glaube, wir beide haben unzählige Parfüm-Talks schon in den letzten Jahren zusammen gehalten. Deshalb, John, was geht? Alles, Digga. Cool, dass du mit am Start bist. 1. Ich habe mir gedacht, ja, wir beide fliegen zusammen, jetzt lassen wir auch mal die Katze aus den Sack, zusammen mit 15 Kollegen von uns, ja, auf die wunderschöne, schöne Baleareninsel. Wir fliegen nach Mallorca. Malle, Digga. Ja, zum Ballermann. Nach Arena, jetzt ist es raus. Das ein oder andere bekannte Gesicht, ja, aus Social Media wird auch mit dabei sein. Und was brauchen wir natürlich für Mallorca? Wir brauchen natürlich einen... Partyduft, ey. Sensationell geil. Einen extrem gut funktionierenden Partyduft. Deshalb haben wir uns gedacht, heute machen wir Top 5 Partydüfte. Was ist als allererstes das Wichtigste bei einem Partyparfüm? Die Ausstrahlung und Haltbarkeit. Das ist beides gleich wichtig, finde ich. Ausstrahlung, Haltbarkeit. Ich hätte noch einen ganz anderen wichtigen Punkt. Steck's mir mal irgendwo rein. Komplimente. Die Komplimente sind besonders wichtig. Haltbarkeit, Safe. Komplimente. Klar. Und ich finde es auch wichtig, dass wenn ich an den Leuten vorbeigehe, dass sie sich umdrehen. Gute Siage, eine gute Duftwolke, die man hinterher sieht. Siage, das war doch das Wort, was mir gefehlt hat. Wir machen es jetzt relativ einfach. Jeder von uns sucht jetzt mal einen Duft raus, der mit uns beiden zusammen nach Mallorca fliegt. Aber Leute, vorab, eine Sache, die ich mir überlegt habe. Ich habe Bock, euch da immer noch so ein bisschen mehr Mehrwert zu bieten bei diesen ganzen Parfüm-Videos. Ich möchte, dass ihr Geld sparen könnt, weil ich habe das ein oder andere Mal ein bisschen zu viel bezahlt für meine Düfte. Ja, da wird schon gelacht, Digga, auf zu lachen, Mann. Und zwar gibt es jetzt immer so ein bisschen der Deal der Woche. Das ist kein Placement, ich verdiene daran gar nichts. Das sind einfach nur Düfte, die wir im Internet gefunden haben, die einfach viel, viel günstiger sind. Und passend zum Thema, wo ist er? Hier vorne haben wir Versace Eros, auch ein exzellenter Partyduft. Ich denke, er wird auch gleich bei den Top 5 mit dabei sein. Optimal. Ich habe dafür gezahlt 50 Euro. Jan, für wie viel bekommt man den denn im Internet? Also er hat... Das sind 30 Milliliter. 30 Milliliter. Die kleine Flasche, ich glaube, du hast einen Fuffi dafür hingelassen. Wollen wir es nochmal sagen, wie viel ich dafür bezahle? Ja. Für wie viel bekommt man den im Internet? Du kriegst für 57 Euro 200 Milliliter. Nur mal für euch, das sind 200 Milliliter. Das ist eine 200 Milliliter Flasche, das ist 30 Milliliter. Das ist auf jeden Fall der Deal der Woche. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Da könnt ihr sparen. Wenn ihr das gut findet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir suchen da immer gerne was raus. Das heißt, wir lassen ihn einfach mal in der Mitte stehen. Partyduft, Versace Eros. Ja. Willst du noch was dazu sagen? Also das ist ein Duft, den tragen wir fast nie. Also den tragen wir, die Flasche ist Ist gut, voll. Dass sie mitnehmen nach Mallorca, denn wir ihn nie tragen. Nein, aber das ist halt eher so ein Duft für jüngere Party-People. Jetzt weiß ich auch, warum wir den niemals tragen. Aber ja, für die jüngeren Leute, ja. Eher so ein Party-Duft, aber halt echt für jüngere Leute. Und ja, wir stehen eigentlich mehr so auf erwachsenere Düfte, aber Malle, ey, das Setup, das ist da. Das muss man schon... Also wenn der Duft eine Daseinsberechtigung hat, dann ist es für Party und für junge Leute. Das ist logisch. Dann für Mallorca, dann für den Megapack. Ja, das ist so Versace, so voll die etablierte Marke. Ja. Und wir drücken die hier gerade so richtig so zum Ballermann hin. Aber ja, ich finde auch, nie was aus. Ich finde auch, das ist ein guter Partyduft, gerade für die jungen Leute unter euch. Exzellenter Duft. Die Haltbarkeit ist da. Haltbarkeit ist da. Sehr gut. Kommen wir zum Duft Nummer 2. Und übrigens, Leute, wie findet ihr eigentlich mein That's Me-Shirt? Extra mal hier heute angezogen. Danke an die Werbeagentur, die Designs macht, ja, für That's Me, für die eigene Brand. Die haben mir doch extra mal so Pullis und T-Shirts zukommen lassen. Vielleicht mache ich auch mal so einen Bundle, dass ihr die Möglichkeit habt, muss ich mal gucken. Also vielleicht kriegen irgendwie so 10 Leute die ersten Bestelle so gratis so ein Shirt oder so. Ich auch das erste Mal heute. Siehst du, ist gar nicht schlecht. Du hast mir nur den Hoodie gezeigt. Ja, mit dem Logo. Leute, wenn ihr es geil findet, schreibt mir in die Kommentare einfach That's Me. Wissen wir Bescheid. Duft Nummer 2, Jan. Jetzt bin ich dran, ne? Welcher kommt mit nach Malle? Welchen nehmen wir mit? Hey, du kennst mich. Ich bin auf safe. Es muss funktionieren. Okay. Wenn die Komplimente kommen sollen, dann braucht ihr Sauvage. Ja, safe Sauvage. Das ist unser Schweizer Taschenmesser. Ich glaube nicht nur unser mittlerweile. Es ist ein... Tragen viele Leute. Aber es ist noch nicht schlimm. Den kannst du safe noch ein, zwei Jahre tragen, ohne dass er ausgelutscht ist. Ihr kennt es doch von One Million. Der Hype war da. Irgendwann wollte den keiner mehr tragen.
ja, Grüße an die Leute, die immer noch 1 Million tragen, aber was sagst du denn dazu, wenn du jetzt hier Savage ins Rennen wirfst und ich komme jetzt mit Prada Luna Rossa? Hier, mein Freund, was sagst du dazu? Vom Duft? Mhm. Die sind sich beide ziemlich ähnlich. Also Duftcharakter ist mega, mega ähnlich. Da hat sich Prada auf jeden Fall eine Scheibe von denen abgeschnitten. Aber ja, dufttechnisch finde ich ihn sogar besser als den Dior. Mhm. Weil der halt, der ist ein Ticken jünger und der hat eine stechende Note, oder nicht? Also ich finde, am Anfang ist er mir ein bisschen zu wuchtig. Und ich finde, Prada Luna Rossa kann ich mehr im Alltag tragen. Aber ja, wahrscheinlich, also wenn es jetzt wirklich nur um das Partythema geht und man einfach eine 100%ige sichere Bank nehmen möchte und weiß, die Frau, die an einem riecht, wird sagen, steck's mir mal irgendwo rein. Der Duft ist geil, ist einfach Dior Sauvage die Nummer 1. Ja. Die Komplimente sind da. Komplimente sind da, aber als Alternative für euch da draußen, Prada Luna Rossa, checkt die mal, ich bin ein großer Fan. Es ist ein Alltagsduft. Die Haltbarkeit, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so gut. Ja. Selbst das Eau de Toilette hat eine bessere Haltbarkeit als Prada Luna Rossa, aber ist ein bisschen unter dem Radar. Viele Leute haben den nicht auf dem Schirm. Ja. Und wenn ihr vielleicht gerade spekuliert, Dior Sauvage oder Prada Luna Rossa, checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Aber wir würden uns eher für den Sauvage entscheiden, sagst du. Ja, der ist safer. Der ist auf jeden Fall safer. Die Haltbarkeit ist halt nicht so krass, ne? Aber wenn man so viele verschiedene Düfte immer wieder zur Auswahl hat und man trägt oft den gleichen Duft, dann hat man auch Bock auf was Neues wieder. Ich verstehe dich da voll. Okay, wir gehen auf Nummer safe. Wir wollen die Frauen beeindrucken. Wir wollen Komplimente bekommen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, außer Deutsche und Gabbana, The One. Ja. Der gute alte Lady Killer. Er ist ein bisschen wuchtiger, aber ja, er funktioniert halt einfach. Ne? Und auch gerade jetzt für Party, finde ich, ist das ein richtig guter Duft. Was meinst du? Ich finde, der geht halt mehr so ein bisschen süß-holzigere Note. Das sind mal beide mehr so die frischeren, eher ein bisschen synthetischer, aber ja, ey, mega gut, süßer Duft. Das sind die drei. Sag mir, was ist Nummer 4? Und um ehrlich zu sein, ich kann es mir schon fast denken. Und ich weiß, mit welchem Duft du spekulierst. Und jetzt sag, ob ich richtig liege. Acqua di Gio? Als frische Bär, als... Ich hatte ihn auf dem Schirm, aber ich hätte jetzt erstmal was anderes gezogen. Okay, Creed Aventus. Digga, nein? Nein, Digga, okay. Das ist Creed Aventus, den trage ich halt everyday. So. Mhm. Das muss nicht sein. Okay, wir wollen nur Party. Wir wollen wirklich nur Top 5. Das ist das Malle-Szenario. 100% sagst, das sind Partydüfte, die funktionieren auf einer Party. Hau einen raus. Und du kannst auch, es muss nicht die Auswahl hier sein, du kannst auch irgendeinen nehmen, den ja hier vielleicht nicht steht. Oh, ey, das springt den Rahmen. Egal. Also ich habe jetzt einen im Auge, ich würde mal sagen... Echt? Kilian? Straight, Intoxicated? Ey, wir haben so viele Mainstream-Düfte. Okay. Die, wir wissen, die funktionieren, auf jeden Fall. Ja. Und wir werden da eine Weile sein. Okay, erzähl was zu dem Kilian-Duft. Nischen? Das ist halt so ein Nischenduft. Nischendüfte kriegen eigentlich eher nicht so die Komplimente ab. Zwei Euro weg. Ja, okay, die bekommen nicht so die Komplimente, warum wollen wir ihn mitnehmen? Aber du weißt, Ryanair, Digga, wir haben nicht viel Platz, ne? Bei uns wir müssen ein bisschen Spaß haben. Der ist so süß und streng und... Grüße gehen raus an Stefan Gehrig. Ja, Mann, der hat uns den Duft... Der hat den Duft represented. Ja, ich werde nicht vergessen, wir fahren den ganzen Tag Ski, wirklich den ganzen Tag. Am Ende, die letzte Abfahrt, Stefan fährt an mir vorbei und wirklich... Ich rieche einfach nur Kilian Intoxicated. Ich dachte, willst du mich verarschen? Hast du den gerade aufgespürt? Er sagt, nein, heute Morgen. Und da war mir klar, dieser Duft hat eine unfassbar krasse Haltbarkeit. Okay, können wir mitnehmen, weil es wirklich auch noch was anderes ist. Viele Leute von euch da draußen kennen ihn nicht. Kilian macht wirklich geile Düfte. Im Nischenbereich finde ich die echt hammerhart. Ja. Aber das ist jetzt für uns auf jeden Fall. Ich weiß, es wird der Moment kommen, da werden wir Bock haben auf irgendwas Besonderes. Und dann ist es Intoxicated. Den tragen wir auch echt nicht oft. Den tragen wir nicht oft. Ich würde den gerne mal testen auch halt. Ja gut, der wird auf Malle getestet. Dann hole ich noch einen mit ins Boot und ich habe ihn eben schon erwähnt, es ist einfach einer, ja, der darf nicht fehlen. Er ist einfach geil frisch, er funktioniert zu so vielen Momenten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade bei Giorgio Armani, Acqua di Gio Profumo, den sprühe ich mir morgens auf. Weißt du, nachdem man dann vielleicht doch mal das ein oder andere alkoholfreie Bier getrunken hat, dann braucht man was Frisches. Und der ist einfach... Ja. Oh, der sprüht aber auch saftig raus, ne? Ja, ey, es sind auch mega unterschiedliche Sprühköpfe. Manche sind ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Also... Der schlechteste Sprühkopf der Welt. Der spuckt dir ins Gesicht. Der ist, der ist wie so eine Super Soaker so. Ja, also alles auf einmal raus. Also den kann ich gar nicht... Erzähl du nochmal was zu Acqua di Gio Profumo? Ja, eigentlich hätte ich den auch nehmen sollen. Das ist schon ein spezieller Griff gewesen, aber... Das ist halt so ein frischer Duft, der hält wirklich mega lange. Wirklich, also, die Haltbarkeit ist da. Und das ist halt immer so
die Königsklasse so bei frischen Düften, dass die lange halten und auch so eine Wolke hinterlassen. Ja. Also wenn du so einen Duft hast, der keine gute Haltbarkeit hat und der so richtig an der Haut klebt. Wie hier, richtig, du hast ihn gerade schon rausgeholt. Das sind sehr, sehr winterlastige Düfte, die so ein bisschen... Ja, aber meinst du, der strahlt keine Wolke so aus? Doch, ich liegt schon auf Spicebomb schon, aber ich... Der ist mir zu kuschelig, so, weißt du? Das ist halt nicht Party, das ist nicht irgendwie so, weißt du? Ja, aber die Wolke ist da eigentlich. Ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist echt kein Sommerduft. Der ist einfach so, der erinnert so an Zimt, Weihnachten, hast du nicht gesehen und so. Okay, Freunde, das wären jetzt mal unsere Top 5 Düfte. Ja. Übrigens hier, Can, über den sollten wir uns auch demnächst mal unterhalten. Prada Black ist auch so, haben viele Leute nicht auf dem Schirm, ist vielleicht so... Auch ein kleiner Geheimtipp, schreibt gerne mal Prada Black in die Kommentare, dann gibt es dazu nochmal ein extra Video. Übrigens will ich dich auch nochmal herausfordern zu so einer Parfüm-Challenge mit verbundenen Augen und so, mal sehen, wer wirklich der Chef von uns beiden ist. Er ist nicht das erste Mal so, ich habe den schon mal hops genommen, das kriege ich nochmal hin. Safe. Werden wir mal sehen. Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich mal so ein bisschen Mehrwert gehabt, das waren die Düfte. Wenn ihr Bock habt, dass wir mehr Videos machen, schreibt mal die Themen in die Kommentare, gerne Daumen nach oben. Und wir können uns hier stundenlang drüber unterhalten. Also wirklich, wir saßen hier schon an diesem Tisch ungelogen, gefühlte Monate und diskutieren nur über Düfte. Und genau das, welches Parfüm nehmen wir mit, für welche Situation. Das ist immer, wenn ich irgendein Event habe, sage ich, Can, komm mal ran, setz dich hin. Morgen geht's zu irgendeiner Verleihung, welchen Duft nehme ich mit? Und dann immer, ja, ich gehe mit dem ins Rennen, ich würde das machen. Also wir machen auch manchmal so wie Pokémon oder so Battles mit Parfüm. Voll, voll. Der schlägt den und den. Also, er kommt in mein Zimmer rein, 3, 2, 1, Can, welcher Duft? Ja, wenn er nicht errät, gibt's direkt Faust. Ja, Leute, also wenn euch das gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare. Can ist natürlich auch verlinkt unten in der Infobox. Und natürlich, was haben wir hier? Parfüm-Deal der Woche, Versace Eros, 200 ml, 57 Euro, könnt ihr auch abchecken. Wird es jetzt auch des Öfteren mal geben, dass wir immer für euch was raussuchen. Und was geil wäre übrigens, wir machen mal ein Video, wo die Leute am meisten sparen können. Da hätte ich Bock drauf. Ja, safe. Weißt du, dass wir mal wirklich Top 5 safe. Düfte raussuchen, wo man ist richtig auch, sparen kann. Ist mir auch echt wichtig. So. Ja. Also Leute verballern echt zu viel Kohle. Geil, machen wir noch, Leute. Ordentlicher Mehrwert hier. Danke, dass du mit dabei warst, Can. Meinem Gast gehört das letzte Wort und für alle Leute da draußen, wenn ihr Bock habt auf Mallorca-Vlogs, vielleicht mal eine Umfrage auf Mallorca, für alle, die bis jetzt geguckt haben, einfach nur mal Hashtag Malle. Malle in die Kommentare, dann wissen wir Bescheid. So, das ist das Video beenden. Nicht zu viel Geld ausgeben. Nicht zu viel Geld ausgeben für Düfte. Und immer gut riechen.